Eure Fragen beantwortet heute mit folgender Frage. Noah, was ist eigentlich Candida? Candida ist ein Überbegriff einer Gruppe, zu der mehrere Pilzsorten gehören, die zur Hefepilzgruppe gehören. Diese können die Haut und aber auch die Organe befallen, und zwar im gesamten Körper. Wie kommt es überhaupt zu einer Candida-Infektion? Naja, man kann nicht gleich sagen, dass es eine Infektion ist, weil man sich eigentlich nicht sicher ist zu 100%, ob er nicht ein Teil des Körpers tatsächlich auch ausmacht. Die Faktoren, die dazu führen, sind versimpelt ausgedrückt ein geschwächtes Immunsystem. Wichtig für dich sollte sein, eine systemische Infektion kann wirklich überall durch den Candida stattfinden. Beispielsweise in folgenden Organen: Niere, Leber, Milz und die Augen, die Herzinnenwand, das Gehirn sogar und die Nerven. Deswegen sind die Symptome einer Candida-Infektion so vielseitig. Solltest du unter einer Immunschwäche leiden oder einer chronischen Erkrankung, die zur Immunschwäche führt, solltest du auf jeden Fall Acht darauf geben, dass der Candida nicht überwuchert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch einen Follow da und ein Like.